So Leute, servus und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin Platin Walkthrough. Nächster Halt, Erntetal. Hier gibt es ein paar Titanitbrocken. Die können wir definitiv gebrauchen. Ladegerät vom Handy spackt wieder rum, so. Naja. Oh, nicht die. So. Na, die Nachklingeseele ist einfach so stark, ne? Das mit der Standardpriesterglocke, das ist so gut. Oh, nur 9-mal giftiges Moos. Das ist ein bisschen mager. Ich denke, dann lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit, damit wir nicht allzu viel verschwenden müssen. Wir haben zwar noch Klosteramulett und so weiter. Ein Drachenamulett und ein Klosteramulett. Naja, viel ist es nicht. Hat nicht gereicht. Und? Ah, schade. Die müssen aber reichen. So, das ist der stärkere, genau. Na ja, komm schon. Da ist der Brocken. Hä? Was ist denn hier pariert worden? Ich weiß, ich habe versehentlich die Blutlache berührt. Und da wurde ein Spieler offensichtlich von einem Skelett pariert. Und dann ist er gestorben. Ha, ha. So, nächster Brocken, sehr gut. Schon. So, Feuersamen. Den brauchen wir später. Für den Finsterschleicher. Den will ich mit Pyromantie killen. Fackelduftzweig. So, Gaflan zum zweiten. Da ist er nach der Niemandswerft. So, na und auch hier selbes Prozedere wieder. Wir können hier den Ring der Riesen kaufen. Brauchen wir eine Giftpfeile. Alles, was mit Gift zu tun hat, ne? Wir können aber auch Fähre kaufen, was wir auch machen. Ja, viel nicht. Nee. A many deal, ja, ja. Zwei Gegenstände ist many deal. Von mir aus. So denn. Jetzt wieder den Bogen rein. Denn die Wüstenzauberinnen, die tun weh, wenn die einen treffen mit ihren Feuergedöns. Hier, das hier. Das macht ordentlich Damage. Deshalb hier schön gemütlich mit dem Bogen. Oh. Nein. Ich will das Loot. Lendung.
Da fällt mir ein, Häftlingskapuze. Sieht zwar scheiße aus, aber können wir ein paar Gegenstände mehr finden, eventuell. Ja, die Droprate wird erhöht. Oh, verwelktes Dämmerungskraut. Vielen Dank. Das ist das Beste. Du vielleicht auch noch? Das wäre fantastisch. Noch besser. Wappenring lauernder Drache plus 1. Ist ein absoluter Rare Drop von denen und gibt es auch nur von denen. Krass. Ich zeig den mal kurz. Verlängert die Effekte von Zauber, ne? Ja, das war wirklich Dusel pur. Absolutes Dusel pur. Na, 2 von 3, okay. Wichtig sind mir hier die Scherben. Der Bleichstein braucht kein Mensch. Also ich nicht. Aber ich brauche später noch diverse Scherben für, ja, die Keizerglocke zum Beispiel. Also nehme ich hier alles mit, was ich kriegen kann. Hallo? Oh, schieß mal ab, ist sicherer. Dankeschön. So, hier gibt es noch einen optionalen Weg. Jetzt muss ich mal überlegen. Platinrelevant ist er nicht, aber hier gibt es auch noch ein paar Gewürze und die hätte ich auch gern. So, mach auf. Mal jetzt vorbeimogeln. So, jetzt muss er das noch kaputt machen, komm. Okay. Alter Schwede, war das knapp. Ich habe einen Volltreffer kassiert. Eieieiei. Hui. Hoho. Na, ging ja gerade noch mal gut. Ich dachte schon, es wäre der erste Tod. So, was haben wir noch an Kräutern? Naja, das lässt sich sehen. So, wo geht's denn jetzt hier links rein? Da, genau. Hallo! Da sind diese Heinis. Ich laufe da einfach immer schön im Kreis. Knall einer auf dem anderen ab, wenn es geht, ne? Der letzte, bitte. Vielen Dank. Und jetzt können wir hier alles gemütlich looten. Genau, Einfallspinselgewürz. Ich will das ganze Zeug mitnehmen, weil ich will später noch die nachbringende Seele runterräuchern. Ob ich dafür jetzt Skeptiker oder Einfallspinselgewürz brauche, weiß ich jetzt zwar nicht auswendig. Aber wenn man es runterräuchert,
sind die Mindestanforderungen geringer und somit der Schadensbonus höher. Und darauf will ich definitiv nicht verzichten. Eine weitere Hexerei brauche ich übrigens, ne? Braucht viel zu viel Seelen zum Ballern. So, Skeptiker-Gewürz, genau. Und noch eine Scherbe. Warum nicht? Klasse. Ja, hier könnten wir auch runter in den Giftnebel. Da liegt auch noch Zeug unten, aber das können wir uns auch anders holen. Erstmal die ganzen Gegner von oben abknallen. Nämlich die. Ja, ja. Die Wüstenzauberin von oben ballern, ne? Da oben ist er. Ja, ja, da können wir ja später hin. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Jetzt habe ich nichts Anti-Gift-mäßiges ausgerüstet, also kontern wir es mal mit dem Lebenstein. So. Irgendeinen Zauber habe ich eingesammelt und deswegen bin ich hier auch runtergesprungen. Der Rest war mir eigentlich scheißwurscht. So. So, mal kurz. So. Genau, Titanitscholle. Scherbe. Und jetzt können wir hier reinspringen. Große. Ne, hier können wir reinspringen, genau. Da haben wir noch ein Gewürz. Das müsste jetzt reichen, genau. Perfekt. Männchen, nervig. Komm, vergifte dich selbst. Vielen Dank. Das machen wir hier übrigens mit fast allen, ne? Moin. So, den nächsten gleich ziehen, danke. Und hier hinten finden wir eine weitere Trophäe. Und einen weiteren Eid. Krieger des Sonnenlichts. Praise the Sun. So, Geste lernen nicht vergessen. Und Eid leisten. Eid mit der Helligkeit. Nett. Hier müssen wir später insgesamt 30 Sonnenlichtmedaillen abgeben. Für die Wundertrophäe. Eine haben wir ja schon, weil ich Glück hatte, gleich beim letzten Riesen einen Sunbro gefunden zu haben. Also der sich angeboten hat, ne? Oh, wieder eine Scherbe. Es läuft. Ja, also die Häftlingskapuze, das Tuch hier, das bringt's. Das gefällt. Ja, den Anna vergiften lassen. Ah. Hallo. So, Bogen wieder kurz rein. Wüstentante erschießen. Genau. Ah, jetzt habe ich kein giftiges Moos mehr. Dann nehmen wir das Klosteramulett.
Ja. Hä? Hab ich jetzt... Ich habe mich mit den bloßen Händen zugeschlagen. Mhm. Ja, ja, dumm, ja. Willkommen bei Dark Souls, der erste Tod, und zwar ein richtig dämlicher auch noch. Oh Mann, beim Männchen bin ich gestorben. Okay. Das ist interessant, das war so nicht geplant, Freunde. Da muss ich erst mal eine qualmen, sorry. Impertinent. Warum habe ich das Klosteramulett benutzt? Das dauert doch viel zu lange. Naja. Fragen über Fragen. Na, irgendwann hat es mal passieren müssen, ne? Ich war zu unvorsichtig. Ausgerechnete Männchen. Naja, lange hat es ja nicht gedauert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich hier gestorben bin. Im Erntetal. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Es ist aber mal gut. So. Gibt uns absichtlich. So. Oh Mann. Ah, genau, Wüstentante. Moin. Das ist so bitter. So, jetzt erschieße ich sie zuerst. Ja, so weit kommst du nicht, das weiß ich. So. Gut. Jetzt. Zu Lucatil runter. Da ist nämlich ihre zweite Location. Zwei Popelkontern, so. So, Hartstahlring 1, danke. Weil wir genug haben, benutzen wir den auch. Wiederholt? Ne, so passt's gut. So, raus hier. Na, ich lasse mich zuerst vergiften. Ne, tickt runter, passt. Noch ein Gewürz. Wir könnten hier auch jetzt rüberspringen. Hier so schräg rüber, ne? Aber da gibt es nichts Wichtiges, genauso wie hier drinne. Verzichten wir darauf.
Wir gehen gleich straight forward zum Boss. Der Habsuchtdämon. Jabba the Hutt. Aha. Ich stehe aber auch wieder selten blöd, ne? Hey, na komm. Ich stehe selten blöd, sehe ich gerade. So, jetzt vielleicht. So, das war er. Reicht. Oh Mann, das Blöde ist an dem, ne, der kann einen mit einem Haps fressen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist er eigentlich ein Witz. So, wir könnten jetzt mal kurz versuchen, ob wir einen Co-Partner finden. Ich glaub's zwar nicht. Weil da draußen wahrscheinlich durchgestrichen ist. Jo, ist durchgestrichen. Ja. Aus der Drachenamulett nehme ich gerne mit. Also durchgestrichen heißt, der Menschenbildeffekt ist aktiv. Den machen wir mal kurz raus. Bei den Minen, genau. Vielleicht habe ich Glück, ich werde so ein, zwei Minütchen, werde ich jetzt da hier versuchen. So, Menschenbildeffekt aufheben. Und dann zur Irrenspitze. Vielleicht ist einer da, vielleicht passt Soul Memory, einer will kopen. Dann kann ich nämlich eine Dings abstauben, eine Sonnenlichtmedaille. Ja, ja. Das ist es ja. Es ist zwar hier eher unwahrscheinlich. Nach so langer Zeit eignet sich Koop eigentlich am besten im Schloss Dranglake beim ersten Leuchtfeuer. Und da macht man die beiden Drachenreiter. Da ist die meiste Party. Hier ist eigentlich kaum was los. Ich werde jetzt so ein, zwei Minuten erwarten und dann... Ich könnte aber hier ein bisschen... Wow. Wow! Hallo? Pariert und dann auch noch hier die Kehle durchgeschnitten. Geht's noch? Sodisch, sodisch. eine Fackel, klasse. Und werde ich jetzt vergiftet oder nicht? Ja, werde ich wahrscheinlich. Ja. Nee, Leute, hier macht Koop keinen Sinn. Hier ist einfach zu wenig los. Ist aber wurscht. Na okay.
Erdenspitze bzw. Erntetal erledigt. Erdenspitze erreicht, der erste Tod, ein dämlicher Tod, ja, aber auch die Trophäe haben wir deshalb auch uns eigen, nicht wahr? Also, naja. Jetzt steigen wir noch ein bisschen auf. Naja, sieht gar nicht so schlecht aus. Ploppen noch Seelen und versuchen noch die Waffen zu pimpen. Oh ja, da haben wir einiges. Da haben wir einiges. Nur es summiert sich. Mhm, 30.000, nicht schlecht. Degen, ja. Sehr gut. Leveln wir gleich noch ein wenig. 20-20, noch mehr Damage für die Nachklingeseele. Da haben wir nichts. Nö, alles gut. Okay, Freunde. Mit dem ersten Tod und dem Tod des Habsuchtdämons verabschiede ich mich hiermit von diesem Part. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit dem ersten Abschnitt der Lichtsteinbucht Zeldora. Machen auch die Benhard-Quest weiter, der muss uns auch bei den Bossen helfen. Und dann gibt es eine kleine Farming-Runde. Titanit-Brocken in erster Linie. Nestus-Flakor-Scherbe wartet auf uns. Und langsam aber sicher nähern wir uns auch schon dem ersten Alten. In diesem Sinne, wie immerhin, ne, weiter viel Spaß und Erfolg mit Dark Souls 2 Scholar. Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal hoffentlich. Servus, macht's gut, ciao.